Hier ist wieder der Testmischer von YouTube und heute stelle ich euch einen Mini-Launcher vor. Und so bekommt ihr den dann geliefert. Hier muss man jetzt nichts schneiden. Das kann man einfach hier auseinander machen und den dann herausholen. Der Body ist komplett aus Aluminium gefertigt. Die Verarbeitung ist gut. Hier seht ihr aber schon, so ganz sauber auch nicht. Seht ihr das hier? Das wurde dann wohl vergessen, so, wegzumachen. Vielleicht ist es auch bei mir ein Einzelfall. Ansonsten alles sauber verarbeitet. Ihr habt noch dieses Werkzeug hier mitgeliefert bekommen. Das benutzt ihr nachher, um den Launcher an die Schiene dran zu machen. Hier seht ihr dann die Schrauben. Das hier ist noch so eine kleine Distanzschraube. Die könnt ihr dann reindrehen, dann könnt ihr hier noch ein bisschen die Distanz verändern. Hier kommt nachher das Gas rein. Hier vorne die BBs. Hier seht ihr gleich so kleine Gummis, da müsst ihr eventuell aufpassen, weil die könnten vielleicht rausfallen, könnten. Die könnt ihr dann wieder hier so reinstecken, die verhindern, dass die BBs einfach so rauskullern. Vielleicht gegebenenfalls hier ein Tape drum machen. Hinten ist dann noch der Abzug, zack, und dann werden damit dann die BBs verschossen. 40 BBs passen rein. Ihr könnt die jetzt mit der Hand einzeln befüllen. 3, 4, 5. So, und der sechste, den könnt ihr nur noch halb reinstecken und der fällt nachher raus. Dann habt ihr hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kammern. In der Mitte seht ihr, da ist eine Schraube, die hat keine Funktion. Und mittels Speedloader geht das Ganze dann viel, viel schneller zu befüllen. Jetzt wird das Gas in den Launcher eingefüllt. Und jetzt ist er feuerbereit. Die Montage ist relativ einfach. Schiebt den Launcher einfach auf die Schiene und dann schraubt ihr diese dann an der Waffe einfach hier so fest. Ja, ich zeige euch mal kurz die Lautstärke. Wollte schon was zeigen, also die Gummistäbe hier, die kann man ja rausdrücken, aber kann schon mal passieren, dass die dann halt auch einfach rausfallen. Ja, ich stehe bei mir im Hof und da steht der Hütersoldat. Probieren wir das Ganze jetzt mal aus. So, durchgeschossen und dann könnt ihr noch mal einen zum Schluss raushauen. Jetzt habe ich euch den Mini-Launcher auch mal kurz vorgestellt.
Abschließend lässt sich sagen, die Verarbeitung ist okay. Wie bereits angesprochen, fand ich das hier halt nicht so toll. Des Weiteren hat mich Folgendes gestört. Hier diese Gummistäbe, nenne ich sie mal. Die gehen bei mir jetzt schon mal öfter raus beim Schießen, drücken die sich seitlich weg. Dadurch kann es passieren, dass er die beiden komplett verliert, beziehungsweise die BBs entweder, ich sag mal, rausfallen oder ein paar nachher noch drin bleiben. Reichweite würde ich mal bis zu 10 Meter angeben, wenn man die Waffe gerade hält. Ob der Mini-Launcher 70 Euro plus Versand wert ist, muss dann jeder für sich selber entscheiden. Wollte ich euch mal gezeigt haben. Das war wieder der Test-Michel von YouTube. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.